Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Mein Name ist Benny. Ich komme eigentlich aus Hamburg und ich komme dieses Jahr aus Florida im Winter nach Deutschland. Nach 12 Jahren zum ersten Mal in die Kälte nach Deutschland, Leute. Und wer Lust hat, mich in Hamburg zu treffen, das würde mich total freuen, so ein YouTube-Treffen in Hamburg zu machen. Und zwar nicht nur mit den Leuten, die meine Inhalte komplett hier alle unterschreiben, sondern auch mit den Leuten, die vielleicht sagen, Benny labert nur Schrott. Warum? Ich würde mich gern austauschen. Ihr müsst euch das vorstellen, Leute. Ich wohne so lange nicht mehr in Deutschland. Ich bin doch gar nicht mehr durch diese Gesellschaft dort geprägt. Viele von den Sachen, die in Deutschland passieren, kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Da fehlt mir einfach der Anschluss. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich gucke das manchmal an meinem Computer, so in den Nachrichten, was in Deutschland passiert oder in irgendwelchen Zeitungen, also online, ne? So, jetzt lese ich manchmal Artikel im Internet oder sowas. Aber einige Sachen, die dort passieren, die sind echt schwer nachzuvollziehen, wenn man so lange nicht in Deutschland gelebt hat. Und ich würde mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die... Ich würde mich zum Beispiel gerne mit einem Klimakleber unterhalten. Ich hätte richtig Bock, aber eine Unterhaltung, nicht jetzt irgendwie so auf Streit oder sowas. Ich möchte die einfach verstehen, weil ich gucke mir manchmal diese Klimakleber an, wie die auf der Straße, das kommt ja auch in Amerika, sozusagen auch im nicht deutschen Medien. In Amerika kommen da manchmal so Shorts, aber das ist dann eher so, dass die so, da geht es dann eher darum, dass die Polizei die so hochhebt und so und wie die gegen die vorgeht. Also da geht es dann nicht darum, dass das Klimakleber sind und Aktivisten, das geht eigentlich, die werden eher so dargestellt wie so dumme Idioten, die sich auf der Straße festkleben und dann wird auch dann darüber in den sozialen Medien geschrieben, wie die Polizei mit denen umgeht. Und teilweise kommt die deutsche Polizei hier in Amerika so rüber, dass die sagen, oh, wir wünschen uns in Amerika auch so brutale Polizisten wie in Deutschland. Obwohl man eigentlich in Deutschland denkt, hä? Die Polizisten in Amerika sind doch die brutalen. Also ganz komisch alles, ne? Ja, aber ich würde mich gerne mal mit einem Klimakleber unterhalten, Leute. Hätte ich mal Bock drauf, um den zu verstehen. Oder ich würde mich auch gern mal mit jemandem unterhalten, der ein Ehrenmann ist, Leute. Ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, als ich damals aufgewachsen bin, da war das, was ich als Definition von einem Ehrenmann von meinen Eltern beigebracht bekommen habe, jemand, um das jetzt mal so in ein paar Beispiele zu fassen, der verständnisvoll ist, der liebevoll ist, der sich um andere Menschen kümmert. Jemand, der alle akzeptiert, der alle Religionen akzeptiert. Jemand mit einem großen Herz. Jemand mit einem Löwenherz, der mutig ist. Alle so eine guten Attribute. Das ist ein Ehrenmann und übrigens auch eine Ehrenfrau. Ne? Heutzutage, ich bin auch mit Hip-Hop aufgewachsen, Leute, versteht mich nicht falsch. Aber ich gucke mir da Sachen an, wo am Ende des Tages ich nicht mehr verstehe, was das ist. Oder wie das gesungen werden kann. Was das für ein Blödsinn ist. Also die Kultur hat sich total verschoben in Deutschland. Und ich kann da einfach nicht mehr folgen. Und ich würde gerne mal so ein Treffen machen und mich wirklich mit Leuten unterhalten. Und Meinungsaustausch machen. Aber nicht so auf, ich habe Recht. Und wir versuchen uns gegenseitig davon zu überzeugen, wer Recht hat. Ich möchte mich mit den Leuten treffen und versuchen, sie zu verstehen, weil vielleicht kann ich sie ja verstehen, wenn sie mir genau erklären, wie ihre Gedanken sind. Und ich würde mich auch zurückhalten und ich muss denen gar nicht meine Realität erklären, wie ich die Dinge sehe. Es ist eigentlich, spielt es nicht so eine große Rolle, wie ich viele Sachen, wie ich sie sehe, habe ich auf dem Kanal schon gesagt. Wer sie aber wissen möchte, falls wir uns treffen, dem werde ich sie auch sagen, sozusagen, wenn er das möchte. Aber es geht mir nicht darum, meine Meinung den Leuten aufzuschwatzen. Es geht mir vielmehr darum, ich möchte mal verstehen, auch die verschiedenen Parteien zum Beispiel. Ich würde mich gerne mit einem unterhalten, der die Klimakleber scheiße findet und mir sagt, warum er sie scheiße findet. Weil wenn ich mir hier von Amerika aus Deutschland angucke, kommt mir das vor wie so ein Land, was aufs Allertiefste zerstritten ist. Es gibt die Ossis,
es gibt die Wessis, es gibt die Corona-Impfer, es gibt die Corona-Nicht-Impfer, es gibt die Umweltaktivisten, es gibt die Geld haben und alle sind so, denen ist es wichtig, ihre Meinung zu haben und das, die anderen davon zu überzeugen. Ich bin ja so ein bisschen komisch, Leute, weil für mich ist das immer irgendwie gar nicht so wichtig, andere Leute von ihrer Meinung von meiner Meinung zu überzeugen, weil ich finde, jeder ist berechtigt, seine eigene Meinung zu haben. Wo es für mich ein bisschen kritisch wird, ist, wenn man durch sein Verhalten andere Leute sozusagen beeinflusst, vor allen Dingen, wenn es negativ ist. Zum Beispiel diese Klimakleber, das finde ich schon sehr krass, wenn die sich auf die Straße setzen und den Verkehr behindern. Weil in dem Verkehr, da können Leute sein, die einen Job haben, wo sie das Geld unbedingt brauchen, weil die zum Beispiel Probleme haben mit einem kranken Familienmitglied. Oder Menschen, die können vielleicht, die müssen irgendwo hin, ins Ausland. Die haben einen ganz wichtigen Termin. Also man zerstört quasi dann auch eventuell auch Schicksale von Leuten, wo ich das dann finde, überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ne? Einer verliert vielleicht seinen Job, weißt du, der Nächste, keine Ahnung, der möchte unbedingt nochmal mit seiner Frau reden, weil die sich gestritten haben, aber der verpasst das jetzt und kommt nie wieder dazu, mit ihr zu reden. Keine Ahnung, so eine Sachen passieren. Ne? Und also das finde ich dann immer nicht so okay. Aber ich möchte mich trotzdem unterhalten mit jemandem. Wenn ihr jemanden kennt, der ein Klimakleber ist, der sich auch gerne mit mir unterhalten würde, ich würde sau gerne ein Video mit dem machen. Und dann könnt ihr sagen, da kommt ein Typ aus Amerika, gerade mein Stift hier verloren, da kommt ein Typ aus Amerika, der einen Klimakleber in Deutschland wirklich mal verstehen möchte. Oder ich möchte einen Ehrenmann verstehen. Lass mich mal kurz überlegen. Was sind noch für Dinge in Deutschland, die ich überhaupt nicht verstehe? Ja, da gibt es noch einige Themen, aber ich sag mal so, Leute, warte mal, warum bin ich hier so unscharf? Hallo? Ah, da bin ich. Es gibt noch einige Themen, die ich auch verstehen möchte. Ich möchte aber auch nicht so über Themen sprechen, die jetzt vielleicht politisch zu kontrovers sind, weil das geht dann doch zu weit für meinen Kanal. Das soll ja nicht irgendwie sowas Politisches sein oder sowas. Das soll einfach nur mal, vielleicht damit sich die Leute etwas sozusagen annähern. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man vielleicht mal so ein offenes Ohr füreinander hat, dass man den anderen zuhört, dass man sich versteht. Und vielleicht, um auch die Mauern, die zwischen den Leuten aufgebaut sind, vielleicht so ein bisschen einzuhauen. Einfach so. Es gibt in Deutschland ja so viele Parteien. Ne? Im Moment auch krasses Thema, Leute. Krieg jetzt nicht nur in der Ukraine, sogar in Israel. Da gibt es Streit. Auch wieder verschiedene Parteien und so weiter. Schon krass, Leute. Weil ich glaube, die Lösung aller Dinge, die liegt darin, wenn wir kommunizieren und wenn wir versuchen, uns gegenseitig zu respektieren und zu verstehen. Ich glaube nicht, dass die Lösung da drin liegt, auf seine eigene Meinung zu beharren und versuchen, den anderen die einzutrichtern und am Ende des Tages versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Deswegen, ja, Leute, lasst uns kommunizieren. Was haltet ihr von so einem Treffen? Glaubt ihr, das würde interessante YouTube-Videos geben? Ich glaube schon. Einmal cool, einfach sowas zu machen. Ich würde echt mich interessieren, was da so kommt. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal reinschreiben, was glaubt ihr, was für andere kontroverse Themen, die jemand, der in Amerika lebt und nach Deutschland kommt, eventuell Schwierigkeiten hat zu verstehen, die man jetzt in so einem Szenario, wo ich nach Deutschland komme, mal besprechen könnte mit den verschiedenen Parteien. Was habt ihr noch für Vorschläge? Was könnte man da machen? Schreibt das doch mal da rein. Also ich komme Mitte Dezember bis ungefähr, ja, Mitte Januar, nicht ganz, nach Hamburg. Ne? Und vielleicht kommt das zustande, Leute, vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, wenn sich keiner meldet oder nur zwei, drei Leute.
Ich finde das sowieso cool. Das sind ja auch Leute, die jetzt Bock, die einfach Lust haben, sich zu treffen. Habe ich auch. Können wir auch machen, so ein kleines Treffen, so auf easy, mit allen, die den Kanal hier gucken, so. Fahren wir mal ein bisschen hier irgendwo hin, können wir was machen. Können sie auch Vorschläge reinhauen, kriegen wir bestimmt auch hin. Aber cool wäre es, wenn wir das alles vermischen würden in so einem Event, wo man echt ein paar coole Sachen aufnehmen kann. In diesem Sinn, ich freue mich auf euch und bitte vergesst nicht, Leute, dieser Kanal wird nicht finanziert durch die GEMA, sondern das funktioniert nur durch Klicks und Likes, Kommentare und vor allen Dingen auch durch Abos. In diesem Sinne, ich sage danke, Anke und bis zum nächsten Mal.